Hallo zusammen, heute wieder ein kleines Lötbausatzbeispiel. Und zwar kennt ihr wahrscheinlich auch schon mal die Konstellation, die war vor Weihnachten in der Weihnachtszeit an mich herangetragen worden, dass im ausgeschalteten Zustand schon mal Lichterketten oder irgendwelche LEDs blinken, obwohl die angesteuert sind. Das liegt natürlich an der Induktionsspannung, die auf dem Kabel aufgelagert wird. Wenn mehrere Adern nebeneinander laufen, dann lagert natürlich eine kleine Spannung auf und das reicht aus, ab und zu was aufblitzen zu lassen. Dann blende ich euch gerade mal ein Video ein, wie das Problem, die Problemdarstellung ist. So, und um das Problem jetzt zu lösen, müssen wir jetzt irgendwie Abhilfe schaffen. Und da habe ich nach einer längeren Suche bin ich dann auf einen Entstörkondensator gestoßen. Jetzt gucken wir uns den Bausatz dazu mal an. So, und zwar hier im Beutel ist ein spezieller Kondensator für solche Anwendungsfälle. Zwei Anschlussleitungen und zwei Schrumpfschläuche. Und das bauen wir uns jetzt mal zusammen. Und zwar tun wir als allererstes mal hier die Adern hier abisolieren. Die sind schon vorabisoliert, man muss nur noch fertig abziehen. So, das legen wir uns mal hier gerade mal hier, machen wir uns mal eine kleine Rampe, wo wir es mal drauflegen. Die tun wir jetzt vorne verzinnen mit Lötzinn. Ja. Komplett, dass die umlaufend voll verzinnt sind. So. Gerade umdrehen, ob alles komplett verzinnt ist. Ja, hat wunderbar geklappt. Jetzt nehmen wir uns den Kondensator und machen das da ditto, nur eben nicht zu lang, weil sonst ist er hier irgendwann kaputt. So, und jetzt nehmen wir uns, tun wir ein bisschen, machen wir gerade die Lötspitze hier nochmal sauber an unserem Schwämmchen, haben wir bei uns auch im Shop drin. Aua, heiß, da war der Finger im Weg. Das gibt ein Brandbläschen. So. Und jetzt löten wir praktisch, wir halten das jetzt hier hin, bis das geschmolzen ist, gehen hier dran und zack, bis es fest ist, kurz warten, bleibst wohl stehen, muss ich mal eine Zange nehmen oder sowas, die ich jetzt gerade wieder nicht hier habe, so, machen das hier genauso. So, Schmilz. So, jetzt ist es hier oben verlötet. Und jetzt ziehen wir diese gelben Schrumpfschläuche im Allround-Bastler gelb. Ne? Ziehen wir hier drüber bis zum Anschlag. Ne? Ja, kann man ruhig so wieder hinstellen, dass es stehen bleibt. So. Und jetzt nehmen wir uns den Heißluftföhn Flupp, da ist wieder umgefallen. So, Schläuche bis zum Anschlag wieder. Gerade im Heißluftföhn, gerade ein bisschen drüber, kann ich auch ein Feuerzeug machen. So. Und schon sind die Leitungen hier schön eingeschrumpft. Und jetzt habe ich hier gerade mal eine Steckdose. Ja, Sicherung rausmachen vorher, ne? Dass man da keine gewaffelt kriegt. Ne? Und dann natürlich nachmessen, ob da noch Spannung drauf ist. Nee, ist nicht. So, dann holen wir uns die Steckdose mal raus. So, und dann schließen wir parallel Phase und Neutralleiter, also braun und blau, bei manchen älteren Sachen ist es noch blau und schwarz, ne? Können wir das hier anschließen. Wenn man jetzt hier schon alle beide Löcher belegt hat, weil eine weitere Steckdose da dran hängt, legt man dann halt eben eine Klemme hinten in den in die Dose rein und tut es dann quasi verlängern. Jetzt tun wir diesen Kondensator hier parallel hier zulegen.
So. Und dann dahinter. Und dann immer gucken, dass man nichts einklemmt. So. So. Bauen die Steckdose wieder ein. Abdeckung wieder drauf. Und da ich ja hier gerade das Modell Lichterkette gerade nicht hier habe, werden wir jetzt dann eine Sicherung einschalten, dass ihr wisst, jetzt Sicherung wieder rein. So, und dann muss ich an der Steckdose sein, wo es eingesteckt ist. Und jetzt habe ich dann einen Kunden gebeten, der soll mir das passende Video dazu machen. Der hat das nämlich bei sich zu Hause das Problem gehabt und hat es damit dann gelöst. Und das gucken wir uns jetzt mal an. So, wie ihr gesehen habt, klappt einwandfrei, das Flackern ist danach weg. Da kümmert sich der Kondensator drum. Und ja, der Bausatz ist bei uns im Shop erhältlich. Das ist der Bausatz Con 1, wie Kondensator 1. Ne? Den könnt ihr euch dann bestellen, der kostet ja nicht viel. Oder könnt ihr euch mitbestellen, wenn ihr mit dem Material bei uns im Shop bestellt. Und ich spiele einen Dank nochmal an die, die alle im Shop bestellen. Aber so einfach kann man das dann lösen. Nur ich war damals noch nicht auf diese Idee so gekommen, wie ihr das mir vorgeschlagen habt. Da habe ich ein bisschen recherchiert und bin dann irgendwann darauf gekommen. Und dann war natürlich, wie kriegt man den Kondensator dabei? Und das muss ja alles passen. Aber vielen Dank schon mal fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video. Macht's schwer gut. Ciao.